haben wir ja die Bildbesprechung hinter uns und jetzt kommen wir zur neuen Thematik und die wäre, mein Liebling, Blende, ISO, Zeit. Natürlich habe ich das Ganze vorbereitet. Für das Thema brauche ich auch leider das Pad hier, um mir die ganzen Sachen nochmal vorzuhalten. Wichtig ist, Blende, ISO, Zeit sind im Grunde genommen, und das weißt du sicherlich jetzt schon, diese drei Haupteinstellmöglichkeiten der Kamera. Das heißt, diese drei Werte bestimmen im Grunde genommen, wie viel Licht reinkommt. Mhm. Bisher hast du immer wie folgt gearbeitet. Du hast die Blende festgelegt und hast die Kamera, ISO und Zeit entscheiden lassen, eben über diese Hell-Dunkel-Regulierung. Genau, ja. Jetzt wollen wir den Schritt machen, zu alle drei Sachen selber festlegen. Ja? Dafür müssen wir aber erstmal kurz erfahren, was alle drei sind. Und da muss ich kurz einen kleinen Reminder aufmachen. Oben ist schöner. Du weißt ja immer noch, dass wir ganz am Anfang geschrieben hatten, dass die Blende ein bisschen zweideutig ist. Denn du kannst ja auch eine Blende Überbelichtung haben. Und weißt du noch, das war im Endeffekt die Lichtmenge. Weil es gibt zwei Worte, die im Deutschen dieses Wort sozusagen zurückführen. Einmal wäre es die Blendenöffnung und einmal wäre es sozusagen der Blendenschritt. Ja, stimmt. Bisher haben wir immer mit diesem Blendenschritt gearbeitet. Das hatten wir schon mal angesprochen. Ja. Das war diese Hell-Dunkel, plus 1, minus 1, plus 2. Mhm. Jetzt kommen wir ein bisschen nicht hoffentlich durcheinander, weil diese Blende meint einmal sowohl die Menge als auch hier die Öffnung. Mhm. Ja? Wenn wir jetzt über Blende, ISO, Zeit reden, weißt du im Grunde genommen nie, über was wir reden. Du musst es immer aus dem Kontext erschließen. Das heißt, wenn ich dir sage, dein Bild ist eine Blende zu hell, dann meine ich die Lichtmenge. Ja. Und wenn ich sage, mach die Blende weiter auf, dann meine ich das Loch. Ja. Ja, aber im Sprachgebrauch, im wirklichen Jargon, sagt keiner Blendenschritt oder Blendenöffnung. Mhm. Gut. Also, was du jetzt erstmal im Hinterkopf behalten musst, diese ganze Blende-ISO-Zeitsache ist weniger wichtig, als man immer denkt. Mhm. Das Allerwichtigste ist die Gesamtlichtmenge für dein Foto. Und das haben wir jetzt ja die ganzen letzten Folgen eigentlich gemacht. Du hast ja im Endeffekt immer nur entschieden, wie viel Licht möchte ich denn haben. Das ist und bleibt weiterhin das Wichtigste. Das darfst du nicht aufhören zu vergessen. Okay. Dass der erste Schritt ist, das Bild überhaupt dunkel zu machen oder hell zu machen. Wie du zu diesem Ergebnis kommst, das ist jetzt sozusagen die Sache, die wir heute erklären. Verstehst du? Aber viele Leute verwechseln das eben mit der eigentlichen Belichtung. Und die eigentliche Belichtung ist davon abgetrennt. Okay. Verstehst du, was ich meine? Du kannst auch gerne sagen, nee, ich verstehe es nicht, dann erklärst du nochmal. Also ich dachte, das hängt halt gerade davon ab. Genau, diese Lichtmenge wird durch Kurzwert F für Blende, ja, T für Zeit und die ISO bestimmt. Diese drei Dinge ergeben die Lichtmenge. Ja. Was ich dir aber sagen möchte ist, das ist nur der Weg hin zum Ziel. Mhm. Das Ziel bleibt weiterhin die richtige Lichtmenge zu finden. Ach so, ja, okay. Das darfst du nicht vergessen, weil nur weil du jetzt irgendwie drei Werte einstellen musst, musst du trotzdem noch im Hinterkopf behalten, eigentlich geht es mir in der Fotografie darum, ob ich ein Bild hell, ja, genau, oder dunkel haben möchte. Verstehst du, das ist nur eine reine Kopfsache. Das Wichtige ist immer die große Gesamtmenge. Also nicht von den Werten verwirren lassen. Nicht verwirren lassen. Okay. Ja? Diese Werte, die sind nämlich im Grunde genommen total unlogisch und unwichtig. Und da hängt sehr viel Physik hinten dran, die man in der Fotografie selbst nicht braucht. Und es gibt da zwei Doktrinen. Es gibt da Fotografen, die sagen, du musst es wissen, um zu fotografieren. Ich bin eher der Meinung, es ist schön, wenn man es weiß. Mhm. Aber du musst es nicht wissen. Was jetzt wissen, dass es spezielle... Wie zum Beispiel eine Blende sich ergibt. Also, die Blende, die Blendenöffnung, ist diese Öffnung hier im Objektiv. Mhm. Also, ich mache mal hinten auf und dann kann man hier durchgucken. Dann siehst du ein Loch und ich halte mal hin zur Kamera, dann sieht auch die Kamera hier ein Loch. Diese Öffnung kann ich schließen und öffnen. Ja. Ja? Und diese Zahlen, die du hier mal kennst und die du auch hier an der Kamera erkennst, das heißt, wenn ich die Kamera jetzt anmache... Wenn ich die Kamera anmache, steht da hinten 2,5. Oder wenn ich jetzt hier hingehe, Moment, ich bin im falschen Modus, Moment. Dann steht jetzt hier 2,8. Mhm.
ist ja das Gleiche, als wenn ich hier auf dem Objektiv auf 2,8 gehe. Das heißt, hier 2,8 und da 2,8 ist das Gleiche. Das ist die Blendenöffnung. Mhm. Diese Zahl ergibt sich durch eine ganz blöde, im Endeffekt unwichtige Rechnerei. Und zwar ist es ein Verhältnis. Und ich schreibe es mal hier unten hin, weil es ist völlig unwichtig. Ich sage es dir einmal, aber nur damit du erklärst, wie bescheuert das ist. Eigentlich heißt die Blende F1 zu 2,8. Das ist ein Verhältnis. 1 zu 2,8 bedeutet, bei 50 mm Brennweite hätte ich eine Öffnung von, und jetzt 1 zu 1 wäre dann die Öffnung 50 mm. 1 zu 1,4 wäre die Öffnung 25 mm. 1 zu 2,0 wäre die Öffnung 12,5 mm. Und 1 zu 2,8 wäre die Öffnung, oh Gott, 6,25 mm. Ah ja. Dadurch werden deine Bilder jetzt nicht besser oder schlechter. Nee, ich glaube, das vergesse ich auch direkt. Ja. Verstehst du, das ist ein Verhältnis aus der Brennweite, 15 mm, und der Öffnung. Ja. Und das ist im Endeffekt der wichtige Effekt, dass alle Objektive, die 2,8 haben, so das gleiche Licht im Grunde genommen durchgehen. Weil das, ah, okay. Aber genau das meine ich. Du musst das nicht wissen, um schöne Fotos zu machen. Will ich auch nicht. Das ist der gute Punkt. Was du allerdings wissen solltest, ist, was dahinter steckt. Ja. Und das ist der wichtige Punkt, denn hinter diesen Zahlen steckt im Endeffekt mal wieder dieser Blendenschritt. Und jetzt kommen wir mal alles zusammen. Du hast ja ISO-Werte an der Kamera. Das ist die Empfindlichkeit des Sensors. Mhm. Sensorempfindlichkeit. Da gibt es zum Beispiel ISO 100. Mhm. Wenn du jetzt auf ISO 200 gehen würdest, ich zeige dir das, ja, also ich mache jetzt die Kamera, dann ist hier das Knöpfchen für ISO. Mhm. Gehe ich hoch und jetzt kann ich 200, 400, 800, 1600 machen. Ach. Wie man hier sieht, die Kamera hat gar kein ISO 100. Die fängt bei 200 an und wäre dann der nächste Schritt 400. Diese Änderung macht dein Bild doppelt so hell. Und doppelt so hell heißt, das haben wir ganz vorher in den Folgen gelernt, plus ein Blende und natürlich Blendenschritt. Da wäre wieder dieser Blendenschritt. Mhm. Verstehst du, du machst das Bild von ISO 200 auf 400 doppelt so hell. Ja. Und doppelt heißt immer in der Fotografie eine Blende. Okay. Das heißt, wenn du dein Bild eine Blende überbelichtet hast, dann ist es doppelt so hell, wie es eigentlich sein sollte. Ja, immer doppelt und halb. Okay. Und jetzt weißt du, dass hinter der ISO-Systematik immer eine Verdopplung steht. Das heißt, der nächste Schritt wäre was? 800. Und der nächste Schritt? 1600. Und der nächste Schritt? 3200. Und so weiter und so fort. Das ist die Logik dahinter. Die hätten hier auch einfach, weißt du was, hinschreiben können. Das wäre viel einfacher gewesen. Ja. Die hätten auch einfach 1, 2, 3, 4, 5 hinschreiben können. Aber nö, die wollen ja hier auf eine, ich bin der große Mathe-Genie machen, weil dann kommt noch irgendwie 500 und 600 dazwischen und hier kommt irgendwie noch 1250. Okay. Ja. Das ist echt verwirrend. Also es ist wahrscheinlich einfacher, sich zu merken, je höher der Wert ist, desto heller ist das Bild. Genau. Und was wichtig ist, zwischen jeder Verdopplung steht eben dieser Einblendenschritt. Ja. Gehen wir mal zur Belichtungszeit. Also, Zeit ist, wie lange die Kamera im Endeffekt ein Foto macht. Mhm. Das heißt, je länger du ein Foto machst, umso mehr, Licht kommt rein. Mhm. Das ist genauso, wenn du dich in den Regen stellst, wenn du nach 20 Minuten in den Regen stehst, bist du nass. Wenn du nur eine Sekunde reingehst, bist du halt irgendwie nur feucht. Gut, wenn du eine Sekunde belichtest und du würdest jetzt 2 Sekunden belichten, dann hättest du wie viel mehr Licht? Doppelt so viel. Und jetzt gucken wir einmal ganz kurz hier zurück. Also doppelt so hell. Ah, eine Blende. Ja. Und von hier würde es auf 4 Sekunden gehen und also dann auf 8 und so weiter fort. Das Problem ist,
Du arbeitest hier nicht im Sekundenbereich, weil dann werden deine ganzen Bilder verwackelt. Du arbeitest bei zum Beispiel 1/125. Und die Kamera, die sagt dir dieses 1/125 gar nicht, die schreibt nur im Endeffekt 125. Und das nächst schnellere wäre 1/250. Die Kamera sagt aber nicht 1/250, sondern sagt? 250. Jetzt ist 250 mehr als 125, als Zahl gesehen. Ja. Aber weil es ein Bruch ist, ist es im Endeffekt weniger, kürzer. Ah. Ein Tausendstel ist ja weniger als ein Viertel. Ja, klar. Stimmt. Ja, das ist super verwirrend. Weißt du, was die ganzen Fuzzis mit ihren Kameras hätten machen können? Im Grunde genommen... Aber wenn du bei Zeit, ISO und Blende immer 1, 2, 3, 4, dann ist es ja auch verwirrend. Ja, wobei, nee, das wäre eigentlich einfach. Du hast wie so ein Abakus und so einen Rechenschieber. Weißt du, du nimmst auf einer Seite eins weg, okay, und kannst auf anderer Seite so eine Kugel hinzufügen. Schon. Das ganze System ist halt extrem aufgebauscht durch diese Mathematik, die dahinter steckt. Das ist im Grunde genommen alles Babymathematik, auch gar nicht so schwierig, aber im Feldeinsatz mit Brüchen, wo Teile weggelassen werden, mit Zahlen, die Verhältnismäßigkeiten sind. Und jetzt kommt's, wenn wir jetzt zur Blende gehen, und damit meine ich die Öffnung, dann haben wir eine sogenannte Blendenreihe. Und wir haben ja hier einen Crashkurs. Ich mache sozusagen den Turbo-Modus, ne? Also, es geht 1, 4, 2, 0, 2, 8, dann 4, 0, 5, 6, 8, 11, 16. Aber da gibt es doch auch noch welche dazwischen, oder nicht? Ja, das sind Drittelschritte. Das heißt, es gibt zum Beispiel noch mal 2, 2, 2, 5, 3, 2, 3, 5. Das sind Drittel. Das sind noch mal gedrittelt, weil ich bleibe jetzt im Kontext. Was ist das hier wahrscheinlich? Eine Blendenschritt. Eine Blende. Und jetzt kommt's. Je größer die Zahl, umso kleiner das Loch, umso dunkler. Und das ist schon wieder was Verwirrendes. Das heißt, die Zahl wird größer auf deiner Kamera, das Loch wird aber kleiner. Und damit hast du weniger Licht. Na gut, ja. Du merkst, das Problem ist, an sich ist alles einfach. Es steht einfach nur ein System von plus 1, minus 1, plus 1, Verdopplung, Halbierung dahinter. Aber die Zahlen sind alle so dermaßen verwirrend. Weil wenn wir jetzt alles zusammenbringen, dann haben wir unser Konglomerat. Also ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600. Wenn wir mal eine Blende machen, dann machen wir jetzt hier einfach mal 2.0, 2.8, 4.0, 5.6. Und die Zeit machen wir einfach mal ein Sechzigstel, damit könnte man ja noch solide Fotos machen von Menschen. 125stel, 1/250 und 1/500. Merkst du, ich habe jetzt nur die ganzen Blendenschritte gewählt. Ich habe diese Zwischendinger habe ich weggelassen. Mhm. Versuch die auch aus deinem Kopf rauszuhalten. Das macht dich nur kirre. Du kannst gerne mit Blende 3.5 oder 3.2 fotografieren, aber dann bist du halt aus Versehen rangekommen. Das musst du nicht von vornherein mit antizipieren. Also das ist nicht zwangsweise notwendig. Okay. Jetzt stell dir vor, du fotografierst mit ISO 400, Blende 2.0 und ein 125stel. Und ich ändere jetzt meinen ISO-Wert von 400 auf 800. Damit wird das Bild heller. Und zwar wie viel? Eine Blende. Plus 1. Jetzt denkst du einfach, okay, jetzt ist gerade eine Blende zu hell belichtet. Und jetzt musst du diese eine Blende ja wieder wegnehmen. Wie kannst du das machen? Erstmal, du schließt die Blende. Oder aber du reduzierst die Belichtungszeit. Genau. Also entweder kürzer belichten oder Blende schließen. Ja. Und im Grunde genommen könntest du dann sagen, ich will bei der Blende zwar 8 bleiben, also gehe ich hier auf minus 1. Und damit hättest du das Grunde genommen das gleiche Bild. Wollte ich gerade sagen. Ist das dann nicht eigentlich egal, was von den dreien man umstellt? Ja, und jetzt kommen wir zu dieser Systematik. Bisher hat es ja alles deine Kamera übernommen und die hat es ja relativ gut gemacht. Ja. Die hat ja auch hier, wenn man jetzt hier reingeht, so einen intelligenten ISO-Modus. Also ich gehe auf ISO und da ist hier so diese Auto-ISO und diese intelligente ISO-Auto. Die machen das schon relativ gut. Die checken schon, hast du gerade ein langes Objektiv oder ein kurzes Objektiv. Die sind schon sehr, sehr, sehr clever geworden. Und es hat ja auch immer relativ gut geklappt. Ja, das Im stimmt. Grunde genommen ist es halt in Extremsituationen
wo es nicht mehr klappt. Und im Grunde genommen könnte jedes Bild anders belichtet sein. Weil das hast du bestimmt schon bisher festgestellt, bei dieser Halbautomatik, also bei diesem Arm-Modus, der hier oben drauf gewählt wurde, da ist das eine Bild ein bisschen heller, das andere Bild ein bisschen dunkler. Weil jedes Mal, wenn du ein Bild machst, überlegt sich die Kamera, wie könnte man dieses Bild belichten. Worauf wir hinaus wollen, ist, dass du am Anfang einmal deine Lichtsituation einstellst und dann komplett in Ruhe dich konzentrieren kannst auf den Moment, auf den Outfit, auf den Look, auf die Kommunikation. Und dann musst du die Kamera eben fixieren auf den Wert. Und wenn sich das Model dann dreht, dann muss ich halt nochmal wieder alles umstellen. Nur wenn sich das Licht ändert. Ja. Nicht, wenn es sich einfach nur dreht. Ja, okay. Nur wenn sich die Helligkeit generell ändert. Also stell dir vor, du fotografierst im Feld und plötzlich kommt die Sonne raus. Ja, da muss ich dann müsstest du es ändern. Ja, und jetzt ist es im Grunde genommen relativ einfach. Stell dir vor, du feierst Geburtstag. Das ist also ein geiler Vergleich, ne? Du feierst Geburtstag und du hast einen Kuchen da. Und dieser eine Kuchen, den hat leider irgendwie dein Hund weggefuttert und es ist nur noch ein Stück da. Und jetzt kommt auf deine Party, auf deine Geburtstagsparty, deine Oma, deine Mama und dein Bruder und dein Kumpel, sonst was. Wer kriegt wahrscheinlich dieses letzte Stück Torte, weil er am meisten auf Torte steht? Ich. Die Oma. Ich. Geil. Aber die Oma. Ja? Okay. Gut. Wenn jetzt die Oma nicht da wäre, wer wäre denn dann am wichtigsten? Und so würdest du weitergehen und du würdest eigentlich immer sagen, okay, Moment mal, deinem Kumpel, dem kannst du hingehen und sagen, hey, heute gibt's keinen Kuchen. Ja, beim nächsten Mal wieder. Aber du müsstest sozusagen mit dem Kuchen Haushalt führen. Mhm. Und genau darum geht's auch. Zum Beispiel hast du jemanden, wo du extrem viel Bewegung hast, wie zum Beispiel dein Hund, den könntest du nicht mit 125 fotografieren. Weil es sonst zu sehr verwackelt. Der Hund ist viel zu schnell, der bewegt sich zu viel. Du müsstest zwangsweise auf ein 500stel oder dergleichen gehen, möglichst kurz. Ja. Verstehst du? Und so gehst du im Endeffekt vor. Mhm. Das ist, eigentlich ist es egal, was du hier wählst, aber alles hat eben seinen Sinn dahinter. Und bei der Blende ist, je kleiner, desto verschwommener ist dann der Hintergrund. Genau. Das ist die Unschärfe im Hintergrund. Die wird hier mehr und hier im Endeffekt weniger. Mhm. Ja. Bei ISO ist hier die Qualität am besten und hier fängt die Kamera an rauschen. Das ist dieses Bildkrisseln. Mhm. Ja, und bei der Belichtungszeit hast du hier eben Verwackler oder wenn sich das Motiv bewegt, dein Hund. Und hier hast du eben sozusagen dann eingefroren. Mhm. Ja. Das heißt, alle drei Werte haben doch irgendwie ein bisschen Sinn und Zweck. Aber fürs Idealfall, also theoretisch die Kamera wäre auf dem Stativ hier und du könntest einfach nur auslösen, wäre es eigentlich völlig egal. Dann wäre was wahrscheinlich das Wichtigste? Die Blende. Ja. Weil die hinten scharf, unscharf und die Freistellung macht und dergleichen. Du musst für dich entscheiden, wie verteilst du es am besten. Mhm. Und eigentlich wird es nur dann kritisch, wenn es kein Licht hat. Das heißt, wenn du bei Sonnenlicht fotografierst, wenn du bei viel Licht fotografierst, wirst du meistens ganz niedrige ISO haben und auch ganz schnelle Verschlusszeiten. Ja. Kritisch wird es erst dann, wenn du kein Licht mehr hast, weil dann wirst du mit den ISO hochgehen müssen, das Bild fängt an zu rauschen und du musst zusätzlich sozusagen noch länger belichten. Ja. Und da kann es manchmal notwendig sein, dass du so Balanceakt machst, so ein Mittelding findest. Das heißt, du bist vielleicht schon da und es rauscht schon erbärmlich und damit das Rauschen irgendwo aufhört, gehst du einen Schritt runter, aber belichtest sozusagen länger, aber so lang, dass du schon weißt, oh, da könnten schon ein, zwei Bilder dabei sein, die vielleicht verwackelt sind. Mhm. Verstehst du, das sind also diese Grenzsituationen. Ja. Gut. Also, jetzt hätten wir eigentlich im Grunde genommen alles geklärt. Wie gehst du jetzt vor? Schritt für Schritt Vorgehensweise. Als erstes entscheidest du immer erst die Blende. Mhm. Im Porträtbereich, Crashkurs Porträt, ne, wird meistens eine sehr offene Blende sein, damit der Hintergrund ein bisschen unscharf wird und dass es freigestellt ist. Wenn du jetzt aber zum Beispiel deinen Opa fotografierst oder irgendjemanden, der richtig furchtig ist und du willst vielleicht mal richtig scharf haben, dann würdest du sagen, ja, dann gehe ich halt auf Blende 5, 6 oder 8. Mhm. Aber die Blende ist immer erst das, was du festlegst. Mhm, okay. Meistens wird sie bei dir wahrscheinlich bei F1.7 sein. Ja. Ja, den Punkt musst du wegdenken. Gut, dann kommen im zweiten Schritt ISO plus Zeit gemeinsam. Mhm. Ich würde Folgendes machen, und zwar ISO würde ich
immer relativ niedrig anfangen, zum Beispiel 200 bis 400. Damit es nicht rauscht. Genau. Wobei bei deiner Kamera kann man auch locker 1600 machen und es rauscht immer noch nicht. Ne? Echt? Das ist kein Problem. Und ich würde die Zeit sozusagen dann nachwählen. Okay. Und wenn du jetzt zum Beispiel merkst, du hast im Endeffekt 400 ISO-Wert und du bist bei einer Zeit von 1/2000, dann würde ich sagen, okay, komm, dann kann man doch hier auf 200 gehen und dafür auf 1/1000. Mhm. Verstehst du, da wäre wieder diese, ich verdopple die Belichtungszeit. Ja. Und dafür gehe ich aber mit dem ISO einen Schritt runter. Okay. Es ist immer so, wenn du drauf guckst und sagst, nee, das stimmt nicht so. Oder was viele Anfänger oftmals machen, ist, die fotografieren mit ISO 1600, meistens zufällig, weil sie es vergessen haben, und haben dann gleichzeitig irgendwie 1/8000 an Belichtungszeit. Verstehst du, das ist so viel Reserve, da ist ja, locker stimmt. viel Zeit da. Ich sag dir einfach mal, dass bei normalen People-Shots du niemals unter die 125stel gehen solltest. Okay. Das ist so die Zeit, wo man noch im Grunde genommen durch die menschliche Bewegung noch einigermaßen scharfe Bilder bekommt. Mhm. Natürlich nicht, wenn sich jetzt jemand den Kopf schüttelt, aber so im Normalen, wenn ich jetzt jemanden normal habe und der bewegt sich so ein bisschen, dann wird es immer noch ein scharfes Bild geben, 125stel. Okay. Ja, also 125stel ist dein Richtwert hier. Ja. Ich würde bei deiner Kamera sagen, hier fängt's an, unangenehm zu werden. Mhm. Das ist aber noch lange nicht vorbei. Okay. Ja, also ISO-Werte gehen bei der Kamera deutlich höher. Wow. Siehst du, da geht es bis 25.600. Und ich würde sagen, hier bei 1600 merkst du es. 3,2 deutlich, 6,4 okay, dann wird es wirklich unangenehm. Und die letzten beiden, das ist echt nur Reserve. Also okay. Das ist so, lieber ein Spatz auf der Hand als ein Taube auf dem Dach. Ja? Also wenn du irgendwie sagst, bevor ich gar kein Bild habe, dann muss ich es halt machen, ja. Dann machst du es. Und im Grunde genommen ist die Unschärfe, die hast du ja so selber festgestellt, da bist du meistens bei 1,7. Also können wir das runterbrechen. F offen bei F1,7. Zeit nie länger als 125stel. Und Achtung, nie länger klingt so nie. Ich habe schon viele Fotos mit einem 30stel und 15stel gemacht, aber das ist nicht der Idealfall. Ja, 125stel brauchst du halt keine Gedanken machen. Mhm. Alles, was drunter ist, musst du vorsichtig werden. Und dann ISO würde ich eben, bleib niedrig. Ja? Aber bleib niedrig mit Verstand. Es gibt noch so ein, zwei Sachen, die ich noch dazu sagen muss, sonst gibt irgendjemand, der auf einen bösartigen Kommentaren darunter schreibt, dass ich das gar nicht richtig erklärt hatte. Es gibt ein kleines Gesetz. Wenn du zum Beispiel 200 mm Brennweite nimmst, dann sind es ja bei dir an deiner Crop-Kamera, Micro Four Third, sind es ja, entspricht 400 mm. Wir haben ja gesagt, alles wird bei dir verdoppelt. Ja. Das heißt, wenn hier 15 draufsteht, sind es bei dir im Endeffekt übersetzt 30. Genau. Man sollte dann nicht unter 1/400stel belichten. Ja. Also du nimmst sozusagen deine Brennweite mal 2 und machst daraus einen Bruch. Mhm. Das ist sozusagen eine kleine Gesetzmäßigkeit, weil dadurch, dass du selber ja wackelst du, je höher die Brennweite ist, umso mehr. Mhm. Das hast du sicherlich schon gemerkt. Bei dem 14 mm, bei dem kleinen, kannst du unfassbar ruhig halten. Ja, während stimmt. Und dann kommt wieder so Belichtung, Stabilisator dazu und vergiss es. Okay. Ja, weil mit Bildstabilisator, was ja die Kamera eingebaut hat, kannst du wieder länger belichten und dann ist das Gesetz und die Regel schon keine Regel mehr. Mhm. Also vergiss es. Guck schon aufs Bild. Vergessen. Wenn es unscharf ist, änder was. Gut. Und dann bleibt noch eine Sache zu sagen, und zwar ISO-Wert. Dieses bleibt niedrig soll nicht heißen, dass du sonst dass du nicht in die hohen Bereiche gehen sollst. Ich habe dir ja gerade schon gesagt, ich habe lieber ein Bild mit 25.600 ISO-Wert als gar kein. Und manchmal kann es auch richtig mutig sein, mit solchen Werten zu fotografieren, weil es gibt sehr viele andere Fotografen, die würden da gar kein Foto machen. Das kann ja auch eigentlich geil aussehen. Vielleicht ist es in Schwarz-Weiß ja richtig oder so. Cool. Im Grunde genommen, die Kameras werden ja auch immer besser. Das ist ja nicht wie vor 5 Jahren, das Rauschen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, der Gedankengang dahinter ist, lieber du hast ein fett verrauschtes Bild als gar keins. Ja,
was willst du machen? Da kannst du einfach nur nach Hause gehen und sagen, okay, ich habe kein Bild. Dann ist es besser, du hast irgendwie eins. Das ist genauso wie bei der Handyfotografie. Lieber machst du ein Bild mit dem Handy, als dass du gar keins machst, wenn du die Kamera nicht dabei hast. Also ISO-Werte vorsichtig sein. Das ist, manchmal ist es einfach dunkel. Dann kannst du halt nichts machen. Ja? Und noch ein wichtiger Punkt, weil auch viele Fotografen immer sagen, du brauchst dann ein Blitzlicht. Das Blitzlicht kann das Licht vor Ort nicht verändern. Verstehst du? Du kannst ja maximal das Blitzlicht auf das Modell schicken. Du kannst ja nicht die Straße heller machen, den Himmel heller machen. Das funktioniert alles nicht so. Mhm. Ja, das heißt, das Licht ist Licht. Wenn es wenig Licht ist, dann musst du im Endeffekt mit wenig Licht arbeiten. Ja. Du kannst zwar Blitz hinzufügen, aber dann wird es super aufwendig. Das ist nicht so einfach wie dann immer so, nimm einen Aufsteckblitz oder Blitz, dann mach das Ding auf. Vergiss es. Ja? Okay. ISO hoch, wenn wenig Licht ist und einfach fotografieren. Mhm. Du darfst alles ausnutzen, was es an deiner Kamera gibt. Und ich habe auch schon mal Bilder gemacht mit einer halben Sekunde aus der Hand von Menschen, weil es eben so dunkel war. Wow. Dann musst du halt richtig ruhig halten. Du suchst dir irgendwie so mit der Kamera so eine Stabilisierung. Das heißt, du hältst die Kamera so hin und versuchst dann irgendwie ganz aufhören zu atmen. Verstehst du, das ist alles besser als gar kein Bild. Ja, okay. Das stimmt. Das war jetzt richtig viel Input, oder? Mhm. Vielleicht musst du dir auch nochmal das Ganze angucken gleich. Ja, also so grob wusste ich das alles ja schon mit Blende, Zeit, ISO. Deswegen kann ich es mir ganz gut merken. Wichtig, der Gedankengang. Es geht weiterhin um deine Gesamtlichtmenge. Deine Bilder sind nur gut, wenn die Lichtmenge stimmt. Das hier ist nur die Entscheidung, wie man es am besten macht. Du kannst auch gerne im AV-Modus fotografieren. Also muss ich dazu nicht den manuellen Modus nutzen? Doch. Du kannst dir aber gerne ein Bild, ich mach's mal hier zu, ein Bild im AV-Modus machen lassen, zum Beispiel so. Dann guckst du dir das Bild an, jetzt ist kein Speicher drin, und dann stehen ja unten die Werte. Mhm. Blende 2.8, Tausendstel, ISO 200. Okay. Und dann gehst du sozusagen in den manuellen Modus. Die Lichtungszeit, die dreht sich hier, siehst du? 2.000stel, 1.000stel, 800, 500stel, 250stel. Und das ist sozusagen die Längste, die du gehen solltest. Die Blende, die kannst du hier ändern, 22er Blende oder eben deine 2.5 für das 14 mm. Würde ich jetzt das nehmen können, könnte ich auf, wie du siehst, 1.7. Mhm. Ja, deine anderen Objektive können ja auch auf 1.7. Mhm. Und ISO änderst du im Endeffekt, hier ist der ISO-Knopf, hier drauf. Und dann einfach entsprechend anpassen. Also was du jetzt machen würdest, wärst erst hier vorne die Blende. Ja. Dann auf die ISO-Werte. Ich würde sagen, hier ist so mittelhell, also gehen wir auf 400. Und dann die Belichtungszeit eben anpassen, so wie es hier passt. Und jetzt finde ich zum Beispiel, ist das ein sehr stimmiges Bild. Sieht cool aus, mit der Lichtquelle da oben. Jetzt könnte man fotografieren. Okay. Und das Schöne wäre halt, er ändert nichts mehr. Es bleibt immer so. Ja, das ist gut. Ja, und dann käme bei dir der nächste Schritt. Weißabgleich. Ja, Weißabgleich ändern. Einstellen, so wie es gut aussieht. Dann noch ins Menü, hatten wir auch gelernt, mit der Helligkeitsverteilung, bisschen kontrastreicher, bisschen weniger kontrastreich. Zarte Bilder, die sehen übrigens auch sehr schön aus mit dieser wenig Kontrastanstellung, die härteren ein bisschen mit mehr Kontrast. Und dann kannst du im Endeffekt losfotografieren und hast perfekte Bilder. Ja? Ja. Boah, das war jetzt schon ein bisschen anstrengend. Also, liebe Zuschauer, es gibt die wöchentliche Aufgabe. Jetzt geht es darum, im manuellen Modus Fotos zu machen. Wichtig, dieser manuelle Modus ist der Schlüssel für effektive Porträtfotografie. In der Halbautomatik entscheidet die Kamera immer bei jedem Bild einzeln, wie das soll das Bild belichtet werden. Erst der Übergang zur voll manuellen Einstellung garantiert eben 100% die Ergebnisse, die ich als Fotograf oder die Viviane als Fotografin oder ihr als Fotografen auch wirklich haben wollt. Und dieser manuelle Modus, der macht einmal mehr Arbeit, aber danach gar keine mehr. Während die Halbautomatiken, P, A oder S oder TV, die machen immer wieder Arbeit. Man muss ständig kontrollieren, man ist ständig abgelenkt, weil es könnte ja jedes Mal schiefgegangen sein. Und das ist genau bei der People-Fotografie sehr nervig, denn man muss sich auf das Motiv, auf das Modell, auf das Outfit, auf das Posing, auf die Mimik, auf die Gestik, auf den Schnitt, auf alles Mögliche muss man sich fotografieren. Und das kann man nicht, wenn man immer noch mit 50% vom Kopf bei diesen blöden Werten arbeitet. Und ganz wichtig, einfach denken. Vielleicht blenden wir einfach mal nachträglich noch ein kleines Diagramm ein. Ich hatte ja hier auch in
in einfach das hingeschrieben, diese Zwischenschritte ruhig vergessen. Das ist zu genau, das bringt es in der Realität nicht wirklich. Und dann wirklich grob denken und wie so diesen Rechenschieber, den man in der Kindheit gekannt hat, so eins weg, eins hinzu, eins weg, eins hinzu. Dann hat man die Fotografie erkannt. Und vielleicht erkennt irgendwann mal ein Hersteller, dass es gar nicht so uncool wäre, eine 1, 2, 3, 4, 5 Kamera zu haben. Das würde echt viel einfacher machen. Erfind die doch, vielleicht kannst du damit Kohle machen. Nein. Tschüss euch. Tschüss. Und viel Spaß beim Fotografieren. Ich hoffe, dass auch diese Folge des Crashkurs Porträts wieder mal Spaß gemacht hat, dass lehrreiche Dinge vermittelt wurden und dass Anreize gegeben wurden, selber mit der Kamera tolle Bilder zu machen, rauszugehen und einfach richtig schön zu fotografieren. An dieser Stelle möchte ich noch auf zwei Dinge hinweisen. Einerseits auf unser Krolep und Gers Blog. Dort finden sich ganz viele Inhalte rund um Fotografie, sei es Techniktests oder auch wirkliche Anleitungen, wie das Bild entstanden ist oder wie diese Technik funktioniert. Und auf der anderen Seite, wenn man ganz spezielle Themengebiete abarbeiten möchte, dann gibt es unseren Store für Videotrainings. Dort finden sich zum Beispiel eine Videotrainingstrecke über Heimstudio-Fotografie, also mit kleiner Ausrüstung zu Hause tolle Porträts machen. Oder da gibt es auch größere Dinge wie einen Kalender zu fotografieren oder auch einfach nur mit Reflektoren umzugehen. Das wäre es von mir. Ich wünsche viel Spaß beim Fotografieren. Ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Mal, bei der nächsten Woche dabei, wenn es wieder heißt Crashkurs Porträt.